Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life Opposing Force. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo wir gerade sind und was wir zuletzt gemacht haben, denn ich habe jetzt, und wo wir hin wollten, ich habe in die Richtung geguckt, also gehe ich davon aus, hier runter. Ich habe nämlich zuletzt ein paar Folgen Half-Life neu aufgenommen, die bei der Aufnahme verunglückt waren. Aber wir können ja mal eben hier die Lebensenergie einsammeln. Alle Waffen nachladen. Da ist keine Munition mehr da. Der ist voll, die ist voll. Der ist eigentlich nachgeladen. Die braucht man nicht nachladen. Und die auch nicht. Sehr fein. So. Probieren wir es mal mit nach unten. Gut, das war die Schnellvariante. Okay, hier sind irgendwie diese Fische. Die machen wir eben mal platt. Gut, dann halt mit dem Messer. Die beißen uns nicht und tun weh. Das heißt, sollte jetzt hier irgendwas kaputt gehen und das Wasser steigen, haben wir zumindest den Vorteil, dass wir nicht von den Viechern gebissen werden und auch aufgehalten werden. Die sind dann auch wie eine Wand. So, also wir haben hier aufgemacht, können also jetzt hier raus. So. Und dann können wir jetzt darüber wahrscheinlich, da kommen wir wahrscheinlich her. Hier rüber, ja, sieht gut so aus, als wenn wir hierher kommen. Hier irgendwo rüber wahrscheinlich. Ja, genau, hier rein und dann durch dieses Tor, das wir eben geöffnet haben. Schauen wir mal. Ich hole nochmal Luft. So. Und jetzt schwimmen wir durch das geöffnete Tor. Ja, da war die Lampe. Oh, okay. Da ist ein Gegner, den wir nicht haben wollen. Dem machen wir mal die Tür vor der Nase zu. Hol nochmal Luft. Ah, hier wird auch das Wasser schon schön abgesaugt. Fein. Na, hier war einer von den Haifischen. Wir wollen nicht von dem Hai gefressen werden. Also haben wir schnell hinter uns die Tür zugemacht. Okay. Hier ist ein toter Soldat. Shield safe und Leichen. Ich will wissen, was hier passiert ist. Okay. Alles kaputt. Clean suit required. Wir brauchen einen sauberen Anzug. Haben wir natürlich nicht. Oh, okay. Disconnect Power before attempting maintenance. Das hier sieht wieder so aus, als könnten wir das zerschießen. In der Hoffnung, dass die Power dadurch weg ist. Sehr schön. Das hier scheint so eine Reinigungsdusche zu sein. Ich hoffe, die macht uns keinen Schaden. Dann tut sie nicht, aber das ist ein Trigger, das Gegner spawnen. Ich lade nochmal. Das ist nicht übernommen worden. Okay, ich hatte in der Neuaufnahme von Half-Life 1 die Schnellladentaste auf F9 gesetzt. Okay, Spiel fortsetzen. So, dann nehmen wir doch mal die hier. Das war ungut, das auch. Blöd, jetzt müssen wir mich nachladen. Ich hoffe, Entschuldigung, ich bin eben gegen den. Ja. Jetzt haben wir diese Waffe. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten in Half-Life 1 diese Alien-Waffe. Jetzt haben wir eine andere Alien-Waffe. Hier haben wir tatsächlich mehr als eine Alien-Waffe. Und wenn wir rechts klicken, dann guckt die so komisch. Keine Ahnung, was sie ja tut. Nicht damit eine Leiche fressen lassen vielleicht. Nee. Aber das ist auch wieder so eine Endlos-Munitionswaffe. Aber der Grund, warum ich so... Komischer Sound. Nee, das tut nicht. Ach, das ist das Nachladen von der Waffe. Okay. Der Grund, warum ich so ja gesagt habe, war tatsächlich eine andere Waffe, die ich gesehen habe. Die will ich unbedingt haben. Die ist nämlich... Auf die habe ich die ganze Zeit, seit ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen... Schon bei Half-Life 1 habe ich darauf gewartet. So, wir sollten, während
Der Druckausgleich passiert, nicht die Türen berühren. Okay, dann stellen wir uns am besten. Oh nein, hier ist schon wieder so ein Haifisch, glaube ich. Da sind zwei Haifische, um genau zu sein. Und das sieht so aus, als müssten wir uns teleportieren. Abgesehen davon, dass wir hier... Und ich gehe davon aus, der Teleport wird uns genau zu den beiden Haifischen bringen. Nein, er bringt uns erstmal nach Xen. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt von hier aus... Interessant, hier sind zwei... Teleporte. Ich bin mal neugierig und lass mich erstmal hier in den hier fallen. Okay, dann kommt man einfach wieder zurück, wo man war. Und hier... kommt man tatsächlich weiter. Interessant. Kann man merken, ich hasse diese Viecher. Ich weiß noch nicht, wie stark diese Waffe ist. Jetzt geht hier irgendwo die Tür auf. Wahrscheinlich hier. Hier ist schon das Wasser eingebrochen. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch die Stelle, wo wir... Müssen wir hier irgendwie... Ja, hier müssen wir raus, genau. Okay, das habe ich mir zwar gedacht, aber ich wollte es noch ausprobieren. Diese Waffe schießt elektrische Elektroschocks. Und wenn ich einen Elektroschock im Wasser verschieße, dann heißt das selbstverständlich, ich erschieße mich, ich elektrocute mich selbst. Das ist, glaube ich, eine Stelle, wo wir jetzt so schnell wie möglich hier raus müssen, bevor die Haifische uns fressen. Und ich muss erstmal rausfinden, wo ich lang will. Das heißt, mir ist jetzt erstmal so ziemlich egal, was die Haifische mit mir tun. Ich erkunde die Karte und gehe davon aus, dass ich eh drauf gehe. Ziehe mich hier fest, kann ich natürlich die Karte schlecht erkunden. Werde von den Haifischen hin und her geworfen. Hier geht's nicht lang, da geht's nicht lang. So, tatsächlich habe ich noch nichts rausgefunden. Nein, ich kann die auch nicht abschießen. Habe ich irgendeine Waffe, die schießen kann unter Wasser? Ja, die hier. Bestimmt habe ich auch genug Schuss, um die abzuschießen. Ich komme immer mal wieder in Schusswinkel. Ist natürlich jetzt nicht die schnellste Taktik. Mist. Das war gut. Nein, nicht T, sondern R. Entschuldigung, ich werde erstmal das Mikro etwas verschieben. Ein Stück von mir weg. Ich komme ständig mit dem Kopfhörer dran. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Hier oben ist der Ausgang. Also dann machen wir das mal so hier durch und hier hoch. So, jetzt können uns die Haifische egal sein. Also wir sind jetzt im Drainagesystem des Biodoms. Was auch immer das sein mag. Und hier geht immer noch alles zur Hölle. Alles am kaputt gehen. So, da komme ich hier rauf. Jetzt können wir auch wieder unsere Alienwaffe aktivieren. Wir sind hier nicht mehr auf Wasser. Ja, nicht schlecht. Ich will trotzdem wissen, was der Rechtsklick macht. Dann bewegt sich das Tierchen. Und ich weiß nicht, was das bedeutet.
Aha. Observation Area. Also hier kann man die. Das heißt, die haben diese Aliens hier tatsächlich gehalten. Die wussten, dass sie da sind. Die haben die hier gefangen gehalten und beobachtet. Gut, das wurde in Half-Life 1 auch schon angedeutet, dass Proben mitgenommen wurden, eingesammelt wurden, bis die Wissenschaftler selbst eingesammelt wurden. Okay, hier kann ich nicht durch. Okay, das Ding stunt die Gegner. Oh, ist einfach verschwunden. Okay. Okay, gegen die nicht sonderlich effektiv, aber jetzt kann ich hier hinein. Wo vorher mal. Ein, was ist das? Okay, es schießt, es läuft. Ehrlich gesagt möchte ich nicht in diese lila Dinger reinlaufen müssen. Und damit haben wir es besiegt. Ich mag diese selbst nachladenden Waffen eigentlich sehr in dem Spiel. Ach, hier sind sogar noch Bären dran. Es geht davon aus, dass diese blauen Pixel das sein sollen. So. Ich bin neugierig, wie schnell der da drauf geht. Ja, es braucht keine ganze Salve. Ja, das ist jetzt so eine sichere Umgebung, um die Waffe zu testen. Ich kriege ein paar Gegner hingestellt. Und kann mit den mit meiner neuen Waffe auf den herumschießen. Aha, das ist die Tür, durch die wir vorher nicht hindurchkamen. Dann müssen wir jetzt nach hier. Und heilen uns erstmal. So, und dann gehen wir mal der rechten Wand entlang, solange das geht. Hier komme ich durch. Der Proben Einfangraum. Verdammt. Mein Gehirn schaltet in so einem Moment auf Englisch. Ich kann das tatsächlich nicht übersetzen. Der Specimen Containment Room halt. Das ist das Lager, das kriege ich hin. Irgendwie mag mein Gehirn nicht mehr Deutsch und Englisch übersetzen. Sondern es sagt einfach. Panty, das ist Englisch, du verstehst Englisch. Warum willst du es unbedingt auf Deutsch haben? Und tatsächlich gucke ich auch viel lieber Filme auf Englisch dann. Okay, einmal. Das musst du jetzt hier. Jetzt die Leiter hier oben. So, das hier hatten wir schon mal, nur ist es diesmal etwas einfacher. Wir sind ein Stückchen höher und können uns hier fallen lassen. Schließlich ist in der Mitte ja noch diese Dings. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass hier Leichen sind. So.
wieder ein Beobachtungsdom. Wieder ein, hier ist ein Stückchen Xen auf die Erde gebracht worden. Hier spawnen bestimmt jetzt Gegner. Ich jetzt nicht. Das Spiel will nicht, dass ich hier lang gehe. Oder ist abgedingst. Danger. Oh ja. Hehe. Das hier ist. Das schießt jetzt eine Kugel, die den hier runden gehen lassen hat. Okay, also hier kommen wir nicht durch, das ist klar. Ich könnte zwar das wahrscheinlich. Nee, das hört sich tatsächlich nach Metall an. Okay, dann gehen wir wieder zurück und gucken. Hier lang, dann kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite. Und müssen da also durch, indem wir den entweder beschießen oder immer wieder ablegen. Wir wissen jetzt, wenn wir den beschießen, dann verschwindet der für kurze Zeit. Das wissen wir aus Half-Life 1 schon. So, ein Stockwerk nach unten. Ich kann hier auch noch meine Lebensenergie vorher aufladen, aber die ist schon voll. Au. Warten wir wieder, bis sie aufgeladen sind. Und laden die Lebensenergie auch noch auf, haben es schließlich. Blade. Wenn man die ganze Zeit nicht trifft, ist das nämlich doof. So. Und hier ist ein Riss in der Scheibe. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir hier durchsprechen können. Ja, können wir. Du willst mich abschießen. Ich habe hier was für dich. Nee, das tatsächlich nicht. Das hier. Und weg ist er. Sammeln, wenn ich kann. Kann aber sein, dass es nicht geht. Noch nicht. Lebensenergie, Heilungszeug brauchen wir nicht. Wir sind noch geheilt. Kann ich? Ja. Ich kann die schon einsammeln, obwohl ich die Waffe dafür noch nicht habe. Sehr schön. Allein nur dafür hat sich das jetzt schon gelohnt. Ist noch einer. Ihr werdet später sehen, was da passiert. So. Oh, ich brauche doch Heilung. Und dann hole ich sie mir. Das ist schließlich eine Endlosheilung. Kostenlose Endlosheilung. So. Und wieder zurück. Einmal speichern vorher. So. Was ist das? Das ist genau das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Diese Waffe habe ich damals, als ich das gespielt habe, geliebt. Tatsächlich bis zu dem Punkt, weil er sie so süß streichelt. Ich wollte das als Haustier. Ist das nicht süß? So, dann gucken wir mal. Die schießt so ein grünes Zeugs. Lädt sich aber nicht wieder nach. Tatsächlich.
kann die anderen leider nicht auch noch mitnehmen, um Munition nachzuladen. Aber dieses grüne Zeug, was ich eingesammelt hatte, das war tatsächlich Munition für eben diese Waffe. Gucken wir mal. Und um die nachzuladen, füttern wir diese grünen Dingern dem Tierchen. Ist das nicht herzallerliebst? So, jetzt waren wir hier drinnen, auf der anderen Seite in dem Specimen-Containment. Und hier sieht man einen Schuss und der ist weg. Und das passiert, wenn wir die aus Versehen abschießen. Und das ist gleichzeitig auch der Rechtsklickschuss dieser Waffe. Also, dieser Waffe. So, hier bekommt man tatsächlich noch mehr Alien-Waffen. Was ist das? Es will mir den Weg zeigen, würde ich sagen. Okay, Specimen Containment, Specimen Observation Area 2. Hier sind die Message waiting. Lab codes required. Okay, dann hören wir uns doch mal die Nachricht an, die wartet. Ach ja, Walter. Wir haben es endlich geschafft, eines dieser Muschelwesen von der Stelle zu lösen, an der es herangereift ist. Genau wie zuvor konnten wir die Kreatur nur dazu bringen, sich an organischem Material festzusetzen. Blöderweise haben mich die Verwaltungsfritzen heute Morgen für ein wichtiges Experiment ins Labor für anomale Materie runterbeordert. Ich habe also keine Zeit mehr, meine Analyse zu vertiefen. Nimm das Versuchsexemplar Nummer 1176 und schreib alles auf, was du noch finden kannst. Tja, das Experiment für anomale Materie war dann wohl das, was die ganze Geschichte hier gestartet hat. Hier ist irgendwas ausgebrochen. Hier ist, was auch immer das ist. Hier ist einer von denen und das ist die Waffe. Wir haben jetzt wirklich so ein Zungentier als Waffe. Und damit können wir uns an Wände heranhangeln. So, beziehungsweise wir können auch, das ist jetzt quasi die Möglichkeit, das hier auszutesten. Das können wir nicht. Aber das können wir machen. Wir saugen uns zu dem Gegner dran. Und sobald wir ihn berühren, ist er mal gewesen. Probieren wir das selber mit Headcrabs, die viel kleiner sind. Die ziehen wir direkt zu uns und verknusen sie. Sprich, das Ding kann man tatsächlich auch als Waffe einsetzen. Aber nur gegen kleine Gegner, die man dann ansaugt. Aua. So, hier ist ganz viel Munition für die andere Waffe. Aber wir kommen nicht hin. Da unten wollen wir nicht hin. Ja, und der Trick ist, jetzt zu lernen, dass man das hier tun kann. So, damit habe ich auch gleichzeitig Energie für die andere Waffe eingesammelt. So. So. Und da ist wieder das nächste Testing Lab. Ich könnte jetzt noch mehr von der Energie einsammeln, aber ich gehe davon aus, wenn ich das mache, dann nehme ich jedes Mal Schaden und den würde ich gerne vermeiden. Okay.
kann ich mir leisten, weil ich habe ja endlos Munition. Nur interessiert das Personal. Lassen Sie mich durch. Ich bin Dr. Freeman. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin ja Colonel Shepard. Ich glaube zumindest, dass mein Rang Colonel war. Weißt du was? Nom. Nom. Und da sieht man drei Schüsse von diesem netten Vieh und das große Tier. Das große Alien hat auch mal seine besten Tage hinter sich. So, dann gucken wir mal hier. Da ist schon das Schild abgefallen. Zurück, weil ich glaube, da müssen wir lang. Und dann will ich natürlich erstmal gucken, ob wir hier reinkommen. Tun wir. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, hier müssen wir lang. Okay. Nun gut. Tatsächlich wären die Boni höchstens irgendwelche Munition oder so. Die lasse ich jetzt mal liegen. Ach, ist die wieder. Meine Hoffnung war, ich habe bisher nicht gezählt, aber meine Hoffnung hat sich bewahrheitet. Es sind 5 Schuss, ich kann 2 auf einmal von denen sehen. Ich probiere mal die hier aus. Gut, dann probiere ich die jetzt mal aus. Der rennt von uns weg. Und tatsächlich haben wir den damit recht gut besiegt, muss ich sagen. Seine eigene Waffe macht ihm logischerweise nicht viel aus. Also das hätte mich auch gewundert. Das fand ich bei den anderen Viechern schon komisch. Bei denen mit dieser Waffe, die scheinbar irgendwelche Bienen oder sowas verschießt. Okay, erstmal nach Gegnern suchen. Keine da, nein. Das ist nur wieder dieser. Und hier sieht man auch, das Ding sagt uns, wir müssen tatsächlich hier lang. Wir können stattdessen aber auch hier irgendwo hin. Ah ja, wir könnten hier hin, dann da runter und dann da rein. Erstmal hier gucken, was wir hier finden können. Die ganzen Kisten kaputt machen. So, und ich würde sagen, heute mal eine etwas kürzere Folge, bevor wir gucken, ob und wie wir da hinkommen. Kann man gucken, kriegen wir das Fenster klein? Nö, okay, kriegen das Fenster gar nicht klein. Das heißt, bevor wir jetzt wieder hierhin zurückgehen, zu der Stelle, wo wir schon waren, würde ich sagen, warten wir mal eine Woche. So, wir warten eine Woche und nächste Woche seht ihr dann, wie es weitergeht. Ciao, miau!